Hallo und herzlich willkommen zurück bei Graph the World. So, ich starte wieder eine neue Aufnahmesession. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder ein bisschen was erreicht. Wir haben Ressourcen gesammelt, die Monsterwelle konnten wir abwehren. Ja, ich habe auch wieder einige Tipps bekommen bezüglich dem Spielstil. Eben der eine Tipp, den ihr mir eben gegeben habt, war mit bezüglich den Bäumen, Palmen, dass ich die nicht so schnell abholzen soll. Was an sich richtig ist, wenn man es auswachsen lässt, kriegt man natürlich mehr Ressourcen raus. Es war nur teilweise, weil das Holz halt wirklich extrem knapp war, habe ich natürlich die Palmen etwas früher abgeholzt, als üblich war. Ich meine, wir können die da mal abreißen, die ist schon relativ groß. Und vielleicht dann noch die Kakteen mitnehmen. Ja, den könnten wir auch noch angreifen da unten. Jo, ansonsten, was machen wir als nächstes, ist jetzt die Frage. Was haben wir hier? Wir haben eine Kuckucksuhr. Problem ist, dass wir immer noch keine Werkstatt und so weiter haben. Ich habe bis jetzt nur die Feuerstelle und den steinernen Herd, aber noch keine besseren Sachen, die wir bauen können. Das heißt, es bleibt uns eigentlich nur eins übrig, weiter nach Ressourcen sammeln, um dadurch dann neue Rezepte zu finden. Ah, da geht's schon zur Sache. Ganz alleine. Aber wir haben es auch so geschafft. Genau, Ausrüstung. Haben wir da eigentlich noch irgendwelche Sachen? Nicht wirklich. Beziehungsweise, der ist angeschlagen. Ah, den geht's soweit eh ganz gut den Leuten. Aber ausrüstungstechnisch fehlt halt noch einiges. Wir brauchen da noch eine Spitzhacke und auch aber. Wir haben auch noch keine Äxte. Sollte ich mich auch mal drum kümmern. Steinaxt, wie schaut's mit dem Holz aus? Wow, immer noch knapp. Wobei wir derzeit eher eine steinerne Spitzhacke, das wird sich noch rentieren. Da eh mehr unterirdisch gegraben wird. Dann stellen wir da noch eine her. Und geben die gleich unseren Zwerg, der noch keine hat. Der hat eh. Dann kriegt der die. Gut. Ja, ansonsten machen wir quasi da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie schaut's denn da aus? Ah ja, da haben wir eine Menge Eisen und so noch zum rausholen. Und Mithril. Das heißt, wenn wir da die Kohle rausgeholt haben, wird das nächste dann sein, dass wir uns da oben um die Sachen kümmern. Da kann ich ja teilweise auch zubauen eigentlich. Ah, da geht es einem nicht so gut. Stimmt, der sollte mal schlafen gehen. Ah, macht er eh schon. Den geht's eigentlich noch einigermaßen. Ja, wobei, der sollte sich vielleicht auch ausrasten. Ja, und der schlaft eh schon. Mannermäßig schaut es eigentlich ganz gut aus. Dann können wir denen noch ein Portal spendieren. Ich sehe gerade, oh, das sind ja auch noch Ressourcen. Da könnte man eigentlich den Gang da noch weiter durchziehen.
Mal schauen, was da noch so versteckt ist. Okay. Da hinten, da wachsen die Pflanzen. Gut, da brauchen wir jetzt eh nicht wirklich hin. Die Leitern, haben wir hier dicht gemacht haben, dann könnte man eigentlich auch die Leitern entfernen. Brauchen wir es quasi nicht mehr. Holz haben wir immer noch viel zu wenig. Und ein Sturm dürfte auch wieder gewesen sein. Da hat es uns die ganze Erde rausgerissen. Ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie verhindern kann. Ich könnte mal probieren, dass ich da vorne einen Stein hinsetze. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber schauen wir mal. Da haben wir ein neues Rezept. Bier. Brauchen wir aber eine Küche dafür. Aber wir haben ja nur die Feuerstelle. Ich glaube, die wird noch nicht ausreichen. Und es fehlen uns auch die ganzen Zutaten. Aber ich mache mal einen Schluck zum Trinken. Ja, stimmlich bin ich noch immer nicht hundertprozentig auf der Höhe. Aber es ist schon besser. Das ist auch der Grund, warum ich die Aufnahme quasi heute aufnehme, also an dem Tag, wo ich es dann auch gleich hochlade. Machen wir da noch ein Portal hin. Das machen eigentlich die anderen Zwerge gerade. Die schlafen. Ah, okay. Die kümmern sich hier um die Ausbesserungsarbeiten. Was mir bei Craft the World aufgefallen ist, das war am Anfang, habe ich es nicht so stark bemerkt, weiß nicht, ob das bei euch auch ist, dass zeitweise doch die Framerate manchmal ein bisschen runtergeht. Warum, weiß ich nicht. Aber sie sinkt manchmal so auf 20%. Manchmal auch so ein bisschen 17, 18 runter, warum auch immer. Ich kann es nicht wirklich sagen. Oh. Da hat sich schon eine Pflanze gebildet. Das passiert immer, wenn es nicht richtig ausgeleuchtet ist. Gut, das können wir mal so weit lassen. Die Dinger kann ich eigentlich wegnehmen, die brauchen wir eigentlich da nicht mehr. Die werden wir dann eher da drüben brauchen, wenn wir da weiter abbauen wollen. Weil da kommen sie eh hin. Und ich habe wieder mal vergessen, den Timer zum Einschalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Aufnahme schon rennt. Aber ich denke mal, so 5 Minuten werden wir sicher schon aufnehmen. Das heißt, ich mache einfach noch so 10 Minuten. Für die erste Folge. Da haben wir Eisen. Dann können wir da gleich uns da noch hochgraben. Ah, da ist eine Wurzel. Oder? Na, die können wir uns dann auch gleich rausholen. Ah, da hat wieder einer zu wenig Leben. Oh. Da habe ich den Sturm irgendwie nicht übersehen oder nicht richtig mitbekommen. Das heißt, wir werden einmal alle durch die Bank. Gut, der nicht, der schlaft eh gerade. Aber mal alle zum Schlafen gehen schicken.
Oh, und Levelanstieg. Ein neuer Zwerg. Dann schauen wir gleich wegen Ausrüstung. Können wir irgendwas kräften in der Zwischenzeit? Schaut eher nicht so gut aus. Naja, egal. Oh, die Tür hat uns wieder mal weggeweht. Hat die schon irgendwer eingesammelt? Ah, wir haben da eh noch welche. So. Wie schaut's da aus? Okay, da müssen wir jetzt warten, bis die Zwerge sich wieder an die Arbeit machen. Ich meine, der Sturm ist vorbei und können wir es eigentlich wieder rauslassen. Essensmäßig haben wir noch ein bisschen. Das schaut so nicht so schlecht aus. Die käppeln zwar jetzt wieder, aber vorläufig mal würde ich da jetzt nicht zu viel Sachen machen. Haben wir noch, wobei wir haben Fleisch. Genau, das könnten wir machen. Wir könnten ihn, weil da haben wir doch genug. Also da brauchen wir eine Küche. Unser altes Problem. Solange wir nichts Gescheites haben, mit dem wir bauen können, wo wir die besseren Sachen bauen können, kommen wir da nicht wirklich weiter. Ah, da werkelt wieder einer. Ist da noch Kohle? Schauen wir mal. Nö, aber wurscht. Wir haben eh so viel Erde. Da können wir da mal das langsam wieder zumachen. Das rennt noch 2 Minuten, werden wir verlängern. Dann haben wir hier noch Kohle. Na gut. Wie geht's denen? Ah, der ist bald fit und die anderen schlafen noch. Und sie käppeln immer noch über die Kokosnuss. Lässt sich aber jetzt nicht wirklich ändern. Da haben wir eine Palme. Aber es wachsen irgendwie keine weiteren. Naja, schauen wir mal. Angriff? Wo? Oh. Vielleicht kriegen wir da noch die anderen, die Erholten dazu, hier für Ordnung zu sorgen. Schaut gut aus. Ah ja, jetzt kommen sie. Kann man auch mal näher ranzoomen. Kann man ihnen beim Kämpfen zuschauen. Oh, da liegt was. Haben wir da was übersehen? Eine Steinsäule. Nicht schlecht. Und ein Magierbuch. Auch nicht schlecht. So. Ah ja, okay. Der sollte dann wieder schlafen gehen. So, was machen die anderen Zwerge? Kümmert sich da mal wer um den Eingang. Passt. Hätten wir das auch erledigt. Und da unten. Ah ja, da arbeiten sie auch brav weiter.
So, es muss alles hier weg. Wir brauchen unbedingt neue Rezepte. Ich wollte das eine oder andere nachschauen, noch quasi zwischen die Folgen, aber dann komplett drauf vergessen. Man merkt sich leider auch nicht wirklich alles. Monsterwelle. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis zur nächsten. Da sollten wir uns auch langsam vorbereiten. Haben wir denn irgendwelche Fallen oder so schon? Gut, wir haben die Holzsperre, da brauchen wir wieder eine Menge Holz. Jetzt haben wir da neues, rosa Diamanten. Gab es da nicht irgendwas mit Eisen? Irgendwelche Fallen? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ah ja, doch. Wir könnten da mal. Ah, Schmiede. Ohne Schmiede geht einfach nicht wirklich was weiter. Hätte ich mir vielleicht doch anschauen sollen, wenn man die Schmiede baut. Dann nehmen wir das da weg. Dann platzieren wir hier noch die Gerüste. Eisenerz, Eisenerz, kommt alles raus. Oh, magischer Wald. Auch nicht schlecht. Okay, und ansonsten, wenn wir da oben das abgebaut haben, dann geht's. Dann werden wir uns da weiter runtergraben und schauen, was wir hier noch alles finden. Ja, genau, Leitern hatte ich ja auch noch. Das heißt, ich könnte hier dann auch noch Leitern platzieren. Machen wir das gleich. 2, 3, 4, 5. Kriegen die auch noch ein Portal, das braucht man dann eh noch. Haben wir da irgendwo einen Feind? Ich überlege gerade, wie die Wahnsinnigen rennen. Irgendwo. Keine Ahnung. Warum, wieso? Naja. Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist um für. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine Pause. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Craft the World. Tschüss!